Es macht gar nicht Klick bei mir tatsächlich, wenn ich diese Person sehe. Also es ist, ich weiß, habe einfach überhaupt keine Erinnerung daran, dass ich mit der geredet habe. So. Das hier ist es. Wir haben es hier. Es heißt auch Weekend bei Schau dich schlau. So ist das als YouTube-Upload hochgeladen. Also du weißt das jetzt nicht mehr, dass du mit ihr hier mal... Nee, es war also so, dass... Also ich, natürlich weiß ich in der Theorie, dass es diesen Beitrag gibt, aber es ist so krass, es ist so weit weg irgendwie. Also ich hätte dir jetzt nicht sagen können, ob diese Moderatorin blonde Haare hat oder braune oder so, weißt du? Also ich habe gar kein Bild mehr davon, was da passiert. Ey, aber guck mal, wir haben 2023, das ist 12 Jahre her oder so. Was ist das für ein Kanal? Das kann ich hier jetzt bei diesem Watch Together nicht sehen. Ist das ein Re-Upload, oder? Von irgendwem? Ja, ich glaube, das hat irgendwer einfach hochgeladen. Wie viele Aufrufe hat das? Ich habe es gerade nicht genau. Ich glaube, irgendwas 100.000, 105 oder 180.000 oder so. Also wenn ich heute Musik rausbringe, hat das nicht mehr 180.000 Aufrufe. Weekend bei Schau dich schlau. Schon witzig. Ja, die Zeit okay. Ist natürlich auch wild gewesen. Wir gehen einfach mal rein und ich guck mal kurz. Ja, du müsstest auch mit Leertaste das abspielen können. 119.000 hat's. Ja, funktioniert. Wunderbar. Ja, dann schauen wir einfach mal. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, du kannst jederzeit stoppen und kommentieren, was wir da sehen. Also das ist aus 2011, ja? Muss wahrscheinlich 2011 gewesen sein. Damals gab, guck mal, ich habe das Startbild, dass sie diesen damals gab es noch MP3-Player. Das ist auch schon ein super, super starker Aufmacher, dass sie das Ding. Ja, geil, dass sie vor so einem Graffiti steht. Wenn so ein RTL-Beitrag gedreht wird, ja, zum Hip-Hop. Thema Web, dann darf kein Graffiti fehlen. Hip-Hop. Okay, let's go. Drei Player durchsucht hätte, wäre sie nur auf Rap-Musik gestoßen, denn der gehört dem leidenschaftlichen Rapper Christoph alias Weekend. Dieser MP3-Player hat mir niemals gehört, auf jeden Fall. In Aurich, um genau zu sein, ein ganz besonderes Jam findet heute Abend hier statt, vor einem Jahr. Boah, es ist schon heftig. Man sieht schon, es ist, ich glaube, es wird heftig. Ja, im Hintergrund ist Rolf auf jeden Fall. Also mein DJ. Ja, oder? Stimmt. Ja, das ist Rolf. Glaube ich. Ja. Es hat so diesen 90-Filter. So. Es ist nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Rolf. Es ist einfach aus den 90s, hat kein Filter. Ja, oder so, ja. Ein Video-Battle-Turnier aufgerufen. 1000 Bewerber haben ihre Videos geschickt. Im Internet wurde dann per K.O.-Verfahren ausgelost. Und die besten 8 sind heute hier und treten in echten Battles gegeneinander an. Und natürlich ist auch Weekend da. Christoph! Ganz kurz. Treten in echten Battles gegeneinander an? Habt ihr jetzt live da irgendwie so Freestyle-Jam gemacht oder was? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Also ich glaube, dass es einfach eine Lüge ist. Also so written einfach so. Okay. Ich glaube, also meines Wissens war es so, dass man beim VBT 2011 einfach einen Auftrittsslot beim Mile of Style gewonnen hat. Ähnlich wie halt da bei dem bei der Splash Edition, dann halt später beim Splash. Definitiv habe ich da niemanden auf einer Bühne gebattelt, weil ich kann ja auch gar nicht freestylen. Also ich hab's nie gekonnt und hätte mich auch zu dem Zeitpunkt da niemals drauf eingelassen. Die Frage ist, wusste ich, dass sie das erzählt oder wusste ich das nicht? Das ist jetzt wirklich die Frage. Du hast ja offensichtlich hier, das ist ja nicht daneben gestanden. Sie ist ja gerade noch mit der Kamera, vielleicht wusstest du es ja wirklich nicht. Aber bevor ich jetzt behaupte, dass ich es nicht gewusst habe, ja. Warten wir mal ab, was ich gleich erzähle, weil ich weiß ja auch nicht mehr, was ich gleich erzähle. Ja, Dazzo hat geschrieben, ich weiß noch, wie hochschwanger diese Frau im verrauchten Backstage rumstand. Die haben das früher so im Fernsehen verkauft, als wäre das alles gerade genau da passiert. Ja, okay. Frage, ist Dazzo der Dazzo? Das ist Dusi, ja. Ach, geil. Viele Grüße. Ja, wir haben ja öfter mal Leute auch so, die du wahrscheinlich noch von früher kennst oder die aktuell am Start sind. Sind immer mal Leute da. Schön, freue mich voll, seinen Namen zu hören und irgendwie mitzubekommen. Entschuldigung, hi, grüß dich. Christoph rappt seit 7 Jahren mittels Musik. Oh, ich feiere sie jetzt schon. Das ist und Text transportiert der 24-Jährige seine Botschaften. Heute Abend zählt er zu den Favoriten. Check mich ab, ich bin fresh. Nee, leider nicht. Ich scheiß auf dich, du bist im Battle zerstört. Und hier kommt der an deine Stelle gehört. Was willst du mit deiner Rapmusik erreichen? Mich fasziniert halt einfach wirklich, dass du was machst, es bleibt. Also ich nehme jetzt was auf und wenn ich das in 10 Jahren höre, dann ist es vielleicht gut oder nicht.
Aber es ist da, so, und ich muss dann auch irgendwie dahinter stehen und damit leben, dass ich das mal gemacht habe. Zunächst als Subkultur der afroamerikanischen Jugendlichen entstand Rap als Teil der... Das ist so geil, ne? Ich finde, das ist doch so richtig nostalgisches Gold, oder nicht? Dass das jetzt so an diesen Ü50 Fernsehzuschauer so, also afroamerikanische Background, entstand Rap in der und der Zeit, ist schon wertig. Das ist wie so Wikipedia-TV, oder? Also, so hier, ach, das ist Rap. So, ach, das. Hier mal ein paar Fakten zum Thema Rap. Strong, okay. Ja. Hip-Hop-Kultur Anfang der 70er Jahre in der New Yorker South Bronx. Schnell verbreitete sich Rap-Musik in den USA und Anfang der 90er Jahre schaffte auch die deutsche Rap-Musik den Sprung in die Charts. Vor allem für Jugendliche aus sozial benachteiligten Gebieten spielt der Rap eine ganz große Rolle. Texte handeln sich meistens um Sex, Drogen, Kriminalität, Immigration, Rassismus, Arbeitslosigkeit. Der Text ist wichtig. Dieser Bus ist tatsächlich von Kumpels von mir damals gemietet worden. Da sind wirklich einfach irgendwie 50 Leute aus Gelsenkirchen da zu diesem Mile of Style-Ding in Ostfriesland gefahren. Also wir haben ja eine relativ krasse Connection mit dem Mile of Style schon gehabt. Und das war nicht nur in diesem Jahr so, sondern wir sind, ich glaube, diesen Bus gab es 2 oder 3 Mal, ja. Sind immer halt mit so vielen Leuten da runtergefahren. Das hatte ich auch schon wieder völlig vergessen. Das ist witzig, das hatten wir, genau das hatten wir in Kassel mit der Graffiti-Box-Jam in Berlin. Weiß nicht, ob du da auch mal aufgetreten bist, Graffiti-Box-Summer-Jam. Nee. Genau das Gleiche, da haben wir auch immer einen Bus geholt, so mit 50 Mann dann losgefahren, also war same, genau das. Ja. Mega. Wild. Ja, da ist Rolf auch wieder. Achso, da seid ihr beide ja jetzt. Jetzt. Ja. Das war schon geschrieben, ihr schreibt jetzt irgendwie einen Track zusammen oder so. Aber er soll auch witzig sein. Christoph will mit seinen Raps die Leute unterhalten. So ein Song, der schreibt sich ja wahrscheinlich nicht in 3 Sekunden oder manchmal doch. Nee, in 3 Sekunden auf jeden Fall nicht. Das ist unterschiedlich. Das geht, dauert manchmal Wochen bei mir. Dann habe ich da 2 Zeilen und schreibe da irgendwann viel später nochmal dran weiter. Mhm. Teilweise geht das aber auch dann mal in einer halben Stunde. Das kommt ganz drauf an, wie man da so reinkommt. Okay, kannst du mir das beibringen? Wie geht das? Wie macht man das? Sag mir ein Thema. Man kann was Positives nehmen, oder? Man kann immer Glück. Alles nehmen, was man möchte. Glück möchtest du ja. nehmen. Okay. Ja, einfach durch, Augen zu durch oder wie, oder? ich fühle nichts. Ich tu mir leid. Hast du mal so Workshops gegeben? So Rap-Workshops? Ja, habe ich an Schulen. Doch, habe ich. War das eine gute Zeit für dich? Boah, ich fand das eigentlich ganz lustig, so mit Kiddies zu arbeiten. Doch, fand ich ganz lustig, muss ich sagen. Ich finde es halt voll geil, wenn Leute kommen und sagen, komm, wir schreiben mal einen Song zu dem Thema oder bringen wir mal bei, einen Song zu dem Thema zu schreiben und dann mit so Überschriften kommen, so Glück oder kennst du das, wenn so irgendwie jemand sagt, hey, du bist doch Rapper, schreib doch mal einen Song hier über diesen Kugelschreiber. So, ja, ja. Ich weiß noch auf jeden Fall oder kann mich gerade so zurückerinnern, wie ich da mit ihr saß und wie überfordert ich da war, irgendwas zum Thema Glück zu schreiben. Weil das so, also das ist so heftig, ja. Thema hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, aber ich weiß, dass wir da auf jeden Fall, dass das super krampfig war. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es ein großes Ergebnis gibt. Also vielleicht so 4 Zeilen oder. Ja, vor allem aber Glück, so. Das ist ja auch so, das ist ja wirklich hier, wo ist die Mindmap, ey? Es ist ja völliger Mumpitz, so, es ist ja einfach Quatsch, weißt du? Ich nehme jetzt das Thema Glück und schreibe was über Glück. So passiert das ja dann mal nicht. Aber deswegen, gerade zu dem Publikum von der Aufmachung her, jetzt so als TV-Beitrag für Ü50 ist perfekt. So, ja, guck mal, die machen sich da kreativ Gedanken über Glück und so. Stark. Ja, und ich finde auch noch, sie wird halt Mama und hat bei Glück ja wahrscheinlich irgendwie auch so eine Idee, worum es ihr so geht. Ja. Also worüber sie so nachdenkt. Tippe ich mal. Ja. Kann ich mich jetzt irgendwie ein paar Jahre später auch so reinversetzen, dass sie damals wahrscheinlich an einem krassen Punkt in ihrem Leben war so. Ja. Und bei jeder Gelegenheit, die sich geboten hat, dann gesagt hat, ich möchte über Glück schreiben. Und ich glaube, ich habe es nicht so gefühlt. Ja, wir können ja mal sehen, was da so glücklich ist, rauskam. Ob du auch glücklich vor allen Dingen damit bist. Also ich würde jetzt so anfangen. Ich würde mir einfach überlegen, was ist Glück für mich? Was möchte ich da sagen und was erzählen? Also schreibe ich das jetzt auf. Glück ist für mich, wenn mein Baby gesund ist. Ja, ja? Genau. Okay.
Glück ist für mich. Genau. Und jetzt ist der Trick, dass die Aussage, die du eigentlich treffen willst, also Glück ist für mich, wenn mein Baby gesund ist, ja, dass du egal, wie das ins Ende setzt quasi und dir einen Reim überlegst darauf, also auf der davor kommt. Gesund ist, genau. Der Klassiker, okay, ist ja ein guter Tipp. Ist auch ja cool. Schreibst du auch so, die Punchline steht am Ende? Ja, also ich sag mal, ich finde, es ist die Kunst, es so klingen zu lassen, als wäre das nicht so. Aber vom Ding her hast du das ja oft, dass du eine Aussage hast oder du hast die Pointe und dann versuchst du halt das Konstrukt so mathematisch, das Gerüst drumherum zu bauen. Aber erst hast du die Aussage und dann, also ich schreibe nicht einfach runter und dann kommt halt perfekt die perfekte Aussage an Zeile 2. So. Und das mache ich schon auch oft so, ja. Die einzige Ausnahme finde ich ist die erste Zeile in der Strophe. Ich finde, die geile Zeile oder die Pointe stellt man immer ans Ende, außer halt am Partbeginn. Das ist auch voll, die erste Zeile halt voll wichtig. So, damit es einfach, ja, voll, okay. So, damit es direkt catchy auch losgeht. Eigentlich ein ganz guter Tipp. Wir hatten das Thema tatsächlich vor kurzem, da haben wir so eine, ach so, auch so ein VBT, die besten Gastauftritte oder so. Irgendwas haben wir gesehen. Und da hatte ich tatsächlich kurz über dich geredet, weil ich finde, du hast das im VBT-Kosmos immer sehr gut gemacht. 2-3 pointierte Stellen im Paar zu machen, die den Gegner klatschen. Also du hast nicht Zeile auf Zeile gekontert immer, sondern du hast dir rausgesucht, was sind so die 2-3 Schwächen und dann drücke ich dem an gut gesetzten Punkten immer eine Knallerline rein. Das haben viele anders gemacht. Viele haben einfach Konter runtergeschrieben. Was? Ich habe das alles so lange nicht mehr gesehen. Ja. Okay, wir machen weiter, sonst brauchen wir alleine hierfür wahrscheinlich eine Stunde. Schluss. Joflian haut hier 20 Euro raus. Hallo, ich bin Joflian und will auch lernen, wie man Rap macht. Ja. Sehr gut. Immer die geile Zeile ans Ende. Genau, das ist es. Geile Zeile ans Ende und ein gutes Thema sich natürlich auch überlegen. Vielen, vielen Dank, Leute. Okay. Mein Gott, oh Gott, oh Gott, das ist total schwierig. Die Sprache beim Rap ist von besonderer Bedeutung. Was in der Hochsprache als verpönt gilt, ist beim Rap Pflicht. Verbale Attacken wie komm klar, was so viel bedeutet wie beruhige dich, oder ich diss dich, also ich beleidige dich, sind typisch. Mich interessiert nicht Kohlehäuschen und so ein Mist. Glück ist für mich, wenn mein Baby gesund ist. Tiffanys Brillanten interessieren mich nicht so sehr. Dafür ist cool Faulenzen am Meer. Sehr gut. Rolf auch schwer begeistert. Aber Rolf hat auf jeden Fall einen krassen Skill, bei solchen Situationen einfach abzuliefern. Der ist ein zuverlässiger Dude, den kannst du mit in Situation, der steht das mit dir durch. Weil, also so, dass ich liebe den Arc. Ja, und das ist Geschichte. Der ist mit Geschichte, den Jahren schon in einigen unangenehmen Situationen mit mir gewesen. Und das ist sicher eine davon gewesen. Und der kommt mit und der zieht es durch und der setzt sich hin und platt. Also der ist ein richtig guter Schauspieler auch. Ja, es war auch wirklich, also das musst du erstmal so authentisch hinbekommen, da so supportive am Start zu sein. Ich find's ey, gut. Ganz ehrlich, wenn mich einer gefragt hätte, ey, ich drehe irgendein RDL2-Ding mit so einer Moderatorin, ich bringe der Rappen bei, kannst du dich neben mich in den Bus setzen und klatschen? Ey, weiß ich nicht, ob ich da dabei gewesen wäre, so. Und klatschen. Ja, ist schon geil. Ist geil. Rappen ist eine Kunst für sich. Dass Christoph die beherrscht, muss er in einer Stunde beweisen. Und die Texte seines Gegners, Rapper Tamouflage, sind auch nicht von schlechten Eltern. Textfluss, Inhalt. Ach so, das ist jetzt quasi ja das Live-Battle. Das war jetzt ja das Live-Battle bei RTL 2 an dem Abend zwischen dir und Tamouflage. So von der Aufmachung her anscheinend. Wir haben wahrscheinlich VBT-Runden live gespielt, oder? Das ist ja auch so ein Ding, das hast du ja noch einige Jahre, glaube ich, gemacht, oder? Also nachdem das VBT rum war, hast du doch bestimmt noch eine ganze Weile auch, jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber so die Banger-Runden hast du doch länger auch noch, glaube ich, im Set eingebaut gehabt, oder? Wir haben in der Zugabe immer die erste Strophe und die Hook von dieser Battle Boy Basti VBT-Runde gespielt. Ich glaube, zuletzt tatsächlich auf der Tour, wo ihr auch mit war, also wo Pimfi mit war, wo du ja auch ein paar Mal mit dabei warst. Glaube, dass es danach das nicht mehr gab. Also das Jahr nach dem VBT gab es immer, da haben wir auch so ein VBT-Medley gehabt, irgendwie mit so 3 oder 4 Runden, die man dann aneinander gepackt hat und so. Und dann haben wir ja auch so hier
Ich will das Shoes-Cover und so Sachen haben wir auch live gespielt, irgendwie damals. Mhm. Schon, das hat schon stattgefunden, auf jeden Fall live. Ja. Aber jetzt ja, halt nicht. Eine Zeit lang einfach nur. Ich meine, ist ja klar, dass das dann irgendwann kein Thema mehr war, aber generell so eine Weile war das schon noch dabei halt. So ein bisschen zumindest. Wobei ich das auch tatsächlich, also hätte ich, glaube ich, Spaß dran, mal wieder zu machen. Ich habe da irgendwie ein gutes Verhältnis zu. Ich finde das ja auch so ein Stück weit Popkultur so, dass so gewisse Battles tatsächlich einfach irgendwie, also wenn du hier sitzt und dir die anguckst im Nachhinein, dann kann man die, finde ich, auch tatsächlich live auf einer Bühne spielen. Ey, es gibt halt, also klar, manche sind vielleicht auch einfach bühnentauglicher, manche nicht. Ich glaube generell so dieses ganze VBT-Thema, wie gesagt, das ist jetzt auch so lange her. Ich finde, es hat jetzt einfach einen geilen nostalgischen Vibe. So vor ein paar Jahren wäre es irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen komisch gekommen, wenn ich mir jetzt irgendwelche Sachen angeguckt hätte, wenn das noch viel näher dran gewesen wäre. Aber das ist ja jetzt sowas, weißt du, das hat jetzt so ein, das ist jetzt so weit weg, das ist einfach spannend zu sehen, was ist denn da eigentlich passiert so? Was war das eigentlich? Weil es war echt, und das merke ich im Nachhinein auch, sehr groß. Es war einfach unfassbar big. Man ist sich teilweise, glaube ich, gar nicht so richtig darüber im Klaren gewesen, was das eigentlich für eine Reichweite mit der Zeit an sich gerissen hat. So. Ja, deswegen macht es auch Spaß, das hier immer mal hin und wieder zu machen, weil es irgendwie einfach, ja, ist einfach cool. Tankt so ein bisschen alte Energie. Voll. Ja, gucken wir doch mal, was wie euer Live-Battle jetzt so läuft. Und Rhythmus, das ist dann entscheidend, um das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Und ob er das Battle gewinnt, das sehen Sie gleich. Jetzt bei Schau dich schlau, Weekend gegen Tamouflage. Wer gewinnt das Rap-Battle-Finale? So erfolgreich wie Elton John ist Christoph alias Weekend natürlich noch nicht, aber in der Rapper-Szene kann er es wirklich mal bringen. Du hast schon viele Fans. Was muss alles klappen, damit du die Leute auf deine Seite ziehst und am Ende das Battle gewinnst? Ich sollte nicht den Text vergessen. Ich sollte meine Stimme nicht schon vorher ruinieren. Mal gucken. Und ansonsten... Und ansonsten... Toi, toi, toi! Bis tief in die Nacht hinein treten die Rapper gegeneinander an. Da Weekend und Tamouflage die Favoriten sind, stehen sie sich im Battle gegenüber. Ach Gott, da ist er auch Dusi. Es geht nicht nur, den Text zu beherrschen, sondern vor allem den Respekt des Publikums zu bekommen. Ich mach mich jetzt bereit, um gleich beim großen Rap-Battle zwischen Weekend und Tamouflage zu messen, wer bekommt den meisten Applaus vom Publikum. Und dafür habe ich einen Applausometer dabei. Also ihr habt das ja wirklich zueinander gerappt. Also gut, die dachten dann wahrscheinlich so von RTL 2, die dachten so, wer Freestyle-Battle mit 500 € Preisgeld. Aber mich irritiert das tatsächlich total, dass wir das machen. Also entweder muss das ja im Rahmen von dieser TV-Reportage vorher so als Aufmachung gemacht worden sein, weiß ich nicht. Oder ihr habt euch das vorher so überlegt, ist doch ein cooles Gimmick, wenn wir das einmal so machen. Also der Auftritt bei Mile of Style war ja einfach ein Auftritt bei Mile of Style. Also der, dass Tamo dann damit auf der Bühne war, war halt einfach so wie so ein Gastding. Und wir haben dann das irgendwie zusammen gemacht. Komm, wir haben gerade gegeneinander gebattelt, jetzt machen wir das irgendwie homie-mäßig und teilen uns eine Bühne und quasi spielen das live. Ja. Ich finde das ganz komisch, dass das so... Oder ich überlege gerade, ob das irgendwie auch durch dieses... Wie das entstanden ist. RTL2 dabei, ob das inspiriert hat. Und bestimmt. Dann quasi wir uns deswegen unrappen, statt es so miteinander, weil das ist ja schon... Wie weird muss das denn echt gewesen sein, dass wir da stehen und quasi nochmal ein Battle führen, das schon geführt wurde. Stimmt. Das wäre viel geiler, das so zusammen, so weißt du, ins Publikum gucken und ich rap seins mit, er rappt meins mit, so und alles ist so... fairer Sportsmann-mäßig, so, weißt du, irgendwie wir zelebrieren hier unser gemeinsames Ding so. Aber so, das ist ja irgendwie schräg. Auf jeden Fall wild. Hier steht, das war geschrieben. Ja. Also hat geschrieben, wir haben da Backstage sogar noch beschlossen, dass wir als Acts dafür sorgen, dass die Crowd nur Breit MC ruft, wenn RTL 2 live fragt, wer der Gewinner ist. Ja. Ja, Breit MC war ja auch so eine Legende, glaube ich, damals. Ja, ja, ja. Es klingelt. Ja. Und das ist dann auch passiert? Das weiß ich nicht. Also, das wäre das Beste. Der Himmel polarisiert als ich. Alle fragen, wieso hat die Jury Weekends abgeleckt?
Wow, mächtiges Wortgefecht. Wow. Für den Anfang nicht schlecht, doch das kann Christoph doch mindestens genauso gut. Ich hab sogar schon mal einen echten Joint gesehen. Gut, dass Mama das nicht rausbekommt, weil er kein Deutsch versteht. War nur Spaß, mich interessiert die Farbe deiner Haut. Ja. Alles, meinetwegen sei doch Schweinchen rosa blau gestreift. Nur bist du so als Rapper überhaupt nicht geil. Mit meinem Applausometer will ich nun den Gewinner. Ich glaube, da gab es eine ganz schwierige Strophe in dieser Runde. Ich weiß nicht, ob es die ist oder ob es eine andere war. Ich glaube, in der VBT-Runde gab es. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall so irgendwas im Sinne von so. Tamouflage rappt die ganze Zeit irgendwie über seine Hautfarbe und jetzt rapp ich irgendwie so, als hätte ich auch irgendwie dunkle Haut und warum muss man darüber rappen? Rapp doch einem und so. Also naja. Ganz schwieriger Vibe, glaube ich. Klar, wie gesagt, ich glaube, das sind leider, das bringt diese Zeit leider auch mit sich, die allerwenigsten, wahrscheinlich eigentlich fast gar keiner von verschont. Ich meine, es ist schon voll interessant, dass RTL 2 sowas, also weißt du, wobei die Zeilen jetzt nicht so krass waren. Ich glaube, das löst jetzt bei mir eher so aus. Ich weiß halt, dass da noch irgendwelche anderen Dinge in diesem Runde passiert sind. Wahrscheinlich ist das jetzt gar nicht so krass. Ja, okay. Das hat man wahrscheinlich daraus jetzt nicht gedickt. Der Ü50-Hörer war gerade noch damit beschäftigt, was über Glück sich einfallen zu lassen. Den interessiert es eh nicht. Ist dem doch Latte. Okay. Dazu komme ich gar nicht, denn das Publikum bejubelt plötzlich einen ganz anderen Rapper. Einen, der noch ein absoluter Beginner ist. Wer? Ja, geil. Respekt? Ich kann nicht mehr auf dem Schirm. Wir haben uns gerade schon auf Unentschieden geeinigt, glaube ich, weil Breit MC gewonnen hat, oder? Das Publikum entscheidet. Ja, das ist der, oder? Ja. Er hat sich heute ganz klar für Rapper Breit MC. Er hat auf jeden Fall auch so ein krasser. Ist das der? Ja, das ist er. Das ist er. Ich glaube, er kriegt jetzt das Mic von dir. Vielleicht hat er jetzt noch was da mitzuteilen. Boah, was ist das für ein heftiger Beitrag? Das ist ja wirklich. Unfassbar. Wenn der gar nicht im Finale war. Tja, die Rap- und Hip-Hop-Welt hat eben ihre eigenen Regeln. Ja, das ist die Quintessenz einfach, ne? Das ist einfach die eigene Regeln der Hip-Hop-Community. Da kommt irgendein anderer Dude und der hat dann einfach gewonnen. Der hat gar nicht mitgemacht, trotzdem gewonnen. So sind die Hip-Hopper, ne? So sind sie. Das ist doch irgendwie schön, dass das so am Ende gecrashed wurde und dass dieses ganze sehr schwierige Format irgendwie so. Die werden wahrscheinlich richtig gestruggelt haben. Was machen wir denn jetzt damit? Wir wollten doch hier diesen Beitrag drehen über diesen blonden Jungen irgendwie, der hier auch ein bisschen Rap macht und so. Und dann passiert plötzlich das. Was machen die am Ende damit im Schnitt? Ich finde, da haben da so und wer auch immer da sonst noch beteiligt war, gute Arbeit geleistet. Ich glaube auch. Es war wahrscheinlich die bestmögliche Auflösung. Ja. Das ist definitiv gelungen. Verstehst du die Entscheidung? Ja, ich feiere das. Was, Tamo ist halt auch einfach so ein Bruder, weißt du, wenn ich ihn da jetzt so sitzen sehe, einfach, ich glaube, er musste auch richtig strugglen. Du grinst ja auch schon, aber er auch, es ist richtig so, Digga, was sollen wir denn da jetzt sagen, Mann? Was sollen wir denn da jetzt sagen? Ich spiel's mal weiter ab. Ich selbst hätte auch so entschieden, also ich supporte den Jungen. Er war von Anfang an gut dabei und deshalb ist top, dass er das so durchgezogen hat. Das finde ich jetzt echt sportlich von euch, dass ihr das so abgebt, den Sieg. Manchmal gewinnt man eben selber und manchmal die anderen. Für das nächste Mal, toi, 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 alles Gute, Camouflage, alles Gute, Weekend. Vielen Dank für den coolen Tag. Und ich sag jetzt mal, gute... Sie hat ihn gerade auch Camouflage genannt, ja, oder? Ja, ich habe auch gehört. Ja, aber ich finde, er hat auch einen guten Vibe irgendwie. So der, ich habe das Gefühl, Tamo genießt diesen Moment da gerade so voll, dass er so eine Ebene sieht, die sie nicht sieht und dass dieses ganze verstörende VBT-Kosmos-Breit-MC-Ding da so über der Situation reingebrochen ist. Er hat so ein schelmisches Lachen. Ich glaube, er findet es gut. Ja, safe. Wir können aber, ich würde gerne nur den das ist auch tatsächlich gerade das Ende, glaube ich, vom Video. Nur die Camouflage-Stelle. Ich würde sie gerne noch einmal rewinden. Anfang an gut dabei und deshalb ist top, dass er das so durchgezogen hat. Manchmal gewinnt man eben selber und manchmal die anderen. Für das nächste Mal, toi, 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 alles Gute, Camouflage, alles Gute, Weekend. Vielen Dank für den coolen Tag. Und ich sag jetzt mal, gute Nacht. Digga, es war auf jeden Fall 10 von 10.
Stark. Das war schon krass. Krass, dass das so, also das muss ja echt damals irgendwie ganz schön was ausgelöst haben in der VBT-Welt. Der Dinosaurier geht nicht mehr an. Ich muss sagen, für mich hat das jetzt nicht irgendwie so eine krasse Rolle gespielt. Und ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das wäre wahrscheinlich in meinem privaten VBT-History-Rewatch hätte ich mir vielleicht nochmal irgendwelche Interviews oder so auch reingezogen. Aber das hätte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt, dass es das gibt. Aber voll interessant, dass das so, das wurde dann ja auch in so Runden dann später wieder berappt und so. Deswegen dachte ich, das könnte man vielleicht noch gucken. Jetzt in Anlehnung darauf, weiß ich nicht, oder vielleicht hast du das auch schon tot gehört, weil deine Runde, aber so, man könnte jetzt ja theoretisch nicht das ganze Battle einfach nur von dir und Basti die Runde hören, wo er das dir vorwirft und wo du darauf eingehst. Dann kann man ja sehen, wie man damit umgegangen ist. Muss aber auch nicht sein, das willst du. Ja, in dem Battle mit Basti quasi war das da Thema. Der hat dir das vorgeworfen. Der hat dir doch irgendwie vorgeworfen, dass du da, hat glaube ich relativ viel sogar darüber gerappt und du musst das ja auch irgendwie gekontert haben. Und? Das ist ja das Finale. Ist ja, vielleicht ist es ja, das könnte, die Runden sind ziemlich lang. Aber vielleicht, wenn wir nur die beiden gucken, könnte man das ja noch machen. Das müsste ja, lass, ey, Timo, ich habe das alles seit 8 Jahren nicht gesehen. Das ist gerade ein großer Moment für mich. Den habe ich mir für dich aufgehoben. Lass ja, VBT-Runden gucken. Ja. Ja, also wenn dein Album da ist oder so, kannst du gerne vorbeikommen und dann reden wir nur über deine Musik und das ist alles super. Aber es ist doch, also... Ja. Nee, ich finde das tatsächlich, das ist ja auch für mich mega Nostalgie. Und genauso wie ich mir VBT-Runden irgendwie nicht mehr angucke, hab mir auch jetzt Musikvideos von meinen ganzen Platten oder so, wenn die raus waren, irgendwie, das war nie so mein Ding, dass ich so die Sachen halt dann alle noch 1000 Mal so angehört habe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so wenn ich gerade Musik mach und irgendwie du musst die Mixe hören und überlegst irgendwie vielleicht, was du noch dazu schreibst, so, dann hörst du es ja relativ viel eine Weile, safe. Aber wenn es einmal raus ist, höre ich mir das, also vielleicht mal zum Proben oder so, aber wenn Sachen nicht live gespielt werden, höre ich es mir eigentlich dann auch kaum bis gar nicht an. Bei mir ist das eigentlich auch so. Also so vom Ding her, so während des Prozesses so, klar, auch wenn der Song ganz frisch ist, dann bin ich schon jemand, der das gerne öfter hört so und sich dann denkt, ist geil oder ist nicht geil, keine Ahnung. Du so rausfinden, wie es ist auch, ne? Mit genau. Dann pumpt man so ein bisschen so. Das ist bei mir ein bisschen, wenn der Song released ist, dann habe ich erst das erste Mal das Gefühl, ich höre ihn, ich kann ihn mehr so anhören, als wäre das gar nicht ich. Also so objektiv. So, wenn der Release ist, dann weiß ich es endgültig, dann lasse ich los, dann habe ich nichts mehr damit zu tun und dann kann ich den hören und kann das so wahrnehmen, okay, so wirkt das jetzt auf jemanden. Aber danach bin ich auch relativ schnell eigentlich damit durch. Da weiß man das natürlich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, irgendwie vor Runde 3 VBT 2010, was ich da gerappt habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Runden gegen die schlechteren Gegner die geileren sind, weil da kann man sich halt über krassere Dinge irgendwie lustig machen und die machen halt verrücktere Dinge, auf die man eingehen voll, kann. Ne? Voll. So ein Battle gegen irgendeinen Battleboy Basti wird dann über irgendwelche RTL 2 Geschichten, da war halt so Insider-Talk, glaube ich, dann irgendwann, ne? Dass so, der hat das zu dem im Backstage gesagt und dann sagt man so, ja, nee, stimmt gar nicht und so. Ich glaube, die richtig geilen VBT-Runden waren die, wo du den Gegner gar nicht kanntest und einfach der da stand und irgendwie du dachtest, was ist das denn für einer? Und dann auch gerappt hast, was ist das denn für einer? Und voll. So, das ist, glaube ich, so das Unterhaltsamste gewesen. Aber in mir löst es auf jeden Fall große Nostalgie aus. Jetzt lass uns irgendwas gucken. Ich habe richtig Bock darauf. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Wir gucken uns, wie gesagt, das ganze Battle, das wäre auch zeitlich, würde das den Rahmen sprengen. Aber wir gucken uns jetzt die. Hier, wir gucken uns jetzt. Auf seinen Beat oder auf meinen Beat? Ich hätte gesagt, wir gucken das auf seinem Beat und deine Rückrunde dazu, weil da geht es auch um dieses Schau-dich-schlau-Thema. Weil er wirft dir das in seinem Frontier vor. Und ich glaube auch so, Rückrunde ist ja noch mal so ein bisschen, das ist so das letzte Wort. Das war das letzte Mal, wo du beim VBT dabei warst, wie du es gewonnen hast. Das sind deine letzten Worte im VBT. Wer weiß, was noch kommt. Ja, ach so, ja. Ja, kann natürlich sein. Das ist noch VBT 2029 oder so. Gibt's das eigentlich wieder? Nee, ne? Also ich glaube, das letzte VBT war 2018. Ist gar nicht so lange her.